gehört. Damit fing das alles mal weitgehend an. 1926 gab es dazu ein Kartell, wo alle großen Glühbirnenhersteller der Erde, General Electric, Osram, Compagnie de Lumière aus Frankreich, haben sich zusammengetan. Und bis dahin war die durchschnittliche Brenndauer von Glühbirnchen ungefähr 1800 Stunden. Und die haben beschlossen, die Brenndauer soll 1000 Stunden sein. Das wurde im Dezember 26 beschlossen. Und eigentlich wenige Jahre später war die Brenndauer wirklich auf 1000 Stunden runter. Bis jetzt vor kurzem, als die verboten worden sind, die Glühbirnchen, war die Brenndauer immer noch 1000 Stunden. Also da kann man auch über alte Akten nachweisen, Beschlüsse, das soll reduziert werden. Und es gab auch so Prüfstände, wo die Dauer gemessen wurde, wie lange laufen die Lämpchen, und wenn die zu lange laufen sind, musste der Hersteller Strafe zahlen. Also, und das ist so eines der prominentesten Beispiele, weil eben die Akten damals, die natürlich streng vertraulich waren, ans Tageslicht gekommen sind und da steht das alles drin. Also da kann man das wirklich nachweisen. Andere Beispiele ist eben, dass Kunststoffe verwendet werden statt Eisen in einem Handmixer. Ja, und diese Kunststoff, der nützt sich natürlich schneller ab als Eisen. Aber nicht nur technische Geräte, sondern auch Baumwolle. Da gibt es gute und schlechte, kurzfaserige, langfaserige. Und die kurzfaserige hält sehr viel kürzer als die langfaserige. Und wenn wir einkaufen, so im Laden, wir wissen eigentlich nicht, wie lange das hält. In dem Möbelladen habe ich mal gesehen, da stand drauf 12.000 Stunden Reibezeit oder Sitzzeit und bei anderen 4.000. Das ist also ganz selten, findet man das. Aber wenn ich in irgendeinen Laden gehe und frage, wie lange hält die Hose, das steht nicht drauf auf diesen Dingen. Das Zahnbürstchen ist ja gerade schon genannt worden, auch der fest verbaute Akku. Jeder weiß, dass der Akku irgendwann mal seinen Geist aufgibt, vor allem wenn man falsch lädt und entlädt und so. Und dann muss ich das ganze Zahnbürstel wegschmeißen, obwohl nur eine Doppel-A oder Triple-A Akkubatterie eigentlich gewechselt gehört. Also das ist die andere Spielart, das sind die Reparaturen erschwert, verteuert. Oder die Gehäuse verklebt, die Schuhsohlen verklebt. So früher konnte man die Schuhsohlen noch beim zum Schuster bringen und auswechseln. Das geht bei den meisten Schuhen heute nicht mehr. Die sind verklebt und wenn die Sohle kaputt ist, ist der Schuh kaputt. Oder auch Reparatur, gerade bei Waschmaschinen. Wenn zum Beispiel da so ein kleines Häkchen kaputt ist bei dem Türöffner, dann kann man das Häkchen bei manchen Modellen nicht ersetzen, muss man das ganze Bullauge ersetzen. Kostet 80 Euro plus Reparatur, kostet es gleich 250 Euro, kaufe ich mir eine neue. Also eine andere Spielart ist neben der Verkürzung, wo ich nochmal kurz drauf komme, dass man einfach die Reparaturen erschwert, verteuert oder verunmöglicht. Ja, zum Beispiel Spezialschrauben, versucht mal aufzuschrauben, ja gerade den Schraubenzieher habe ich jetzt nicht daheim. Dafür gibt es dann Repair-Cafés, die solche Schraubenzieher vielleicht gerade da haben, ja, dass man das reparieren kann. Aber das ist natürlich kein Zufall, dass die so ganz bizarre Schrauben verwenden, wo es keine Schraubenzieher dafür gibt. Also an Zufall braucht man da nicht denken, das ist alles mit höchster Intelligenz sind die Produkte natürlich durchdesignt. Wenn man in B2B schaut, also Business to Business, es gibt vorzügliche Geräte. Deswegen ist ja interessant, warum die für uns Konsumenten oft sehr viel schwächer sind und sehr viel kürzer halten. Ja. Jeder Haushalt hat ungefähr 10.000 Produkte daheim und ungefähr 50 Elektrogeräte. Das ist also nochmal Thema Intransparenz, dass wir als Konsumenten meistens gar nicht den richtigen Überblick haben, wann habe ich das T-Shirt gekauft, wann habe ich die Uhr gekauft, wann habe ich, ja. Das ist fast unmöglich bei der Fülle an Produkten. Also es gibt sogenannte Produktdatenmanagement-Software, die ist super. Und wenn Sie sich mit Technikern unterhalten, mit Entwicklungsingenieuren, die sagen, von 100 verbaute Teile, ich kann jedes Teil exakt aufeinander abstimmen und ich weiß ganz genau die Laufzeit von den Dingern. Also Techniker haben mal gesagt, Hersteller können sowas auf die Woche genau ausrechnen. Das ist ganz exakt planbar. Das sagen auch alle Entwicklungsingenieure vom Karlsruher Institut für Technologie, der Albert Albers, der sagt, geplante Obsoleszenz gibt es nicht. Aber der sagt, technisch festlegen, die Laufzeit von Produkten, das können wir fast auf die Minute genau. Ich übertreibe ein bisschen. Ja, aber auf den Tag genau kann es problemlos machen. Die sprechen auch mehr von geplanter Nutzungsdauer oder von sinnvoller Gebrauchsdauer. Zum Beispiel Handbohrer werden oft genannt. Es gibt Bohrgeräte, die laufen 100 Stunden und dann gibt es welche vom Feind zum Beispiel, laufen 10.000 Stunden für Dachdecker. Ja, der normale Durchschnittsdeutsche verwendet sein Bohrer vielleicht eine Stunde pro Jahr, das wirklich bohrt und dübelt. Ja, da ist ja auch ein Schmarrn, das länger als 100 Stunden läuft, weil in 100 Jahren bin ich ja schon tot. Aber der Dachdecker, der braucht die ganz anders. Und die Industrie sagt, kein Problem, der Kunde will 100, dann designe ich es ihm auf 100 Stunden, er will 10.000, designe ich es ihm auf 10.000. Das ist wirklich die Spanne von 1 zu 100 bei Bohrgeräten. Also für Techniker sagen, kein Problem, wie viel magst du haben, das machen wir dir. Und zwar fast auf die Stunde genau.
Ja, das über diese moderne Software, habe ich mal einen Techniker gefragt, kann man dann ein Teil so reinbauen, dass das nicht so lang läuft, so überhaupt kein Problem. Ich habe den vollen Überblick, Transparenz über alle 100 Teile, die drin sind, überhaupt kein Thema. Ja. Also das ist alles kein Zufall. Es ist für Ingenieure manchmal so eine Sache, ja, wenn man sich mit denen unterhält, sagt, wir wollen gute Produkte produzieren. Ja. Okay. Ich finde es unethisch, ein schlechtes Produkt zu machen. Und dann sagen die oft, naja, aber wir haben so einen Kostendruck und so einen Zeitdruck. Da kommt die Messe im Herbst, da muss das neue Produkt, neue Variation da sein. Dann sagt er, und so, es darf höchstens so und so viel kosten. Sagt, naja, dann designen wir das halt so hin bis zum Herbst, bis zur Messe, dass die Kosten nicht zu teuer sind und das halt so weit läuft. Hauptsache es läuft 2-3 Jahre bis zur Gewährleistungsfrist und nachher, wenn es nachher kaputt geht, können wir auch nichts machen. Aber die sind unter solchem Druck, dass die nicht sagen, ich will ein schlechtes Produkt bauen. Deswegen soll keine pauschale Anklage gegen die Industrie sein bei diesem Thema, auch nicht gegen hingebungsvolle Ingenieure, sondern da spielen verschiedene Faktoren rein, vor allem der Druck von den Kapitalmärkten. Also häufig sind die Getriebene, es ist die Frage, wer treibt. Nämlich der eigentliche Hauptgrund ist so die Kapitalmarkt-, Gewinn-, Profitorientierung, deswegen das Ganze geht im Wesentlichen aus von den Großkonzernen. Und 147 Großkonzerne der Erde haben 40% der Marktkapitalisierung der ganzen Erde unter sich. 147 Großkonzerne beherrschen also einen großen Teil der Weltökonomie. Und von denen geht es ganz stark aus, nämlich viele inhabergeführte Mittelstandsunternehmen machen ganz hervorragende Produkte. Also ich will hier nicht, oder Stefan auch nicht, pauschal angreifen, sondern muss genau schauen, wer macht wo das. Was will ich damit sagen? Wenn die Möglichkeiten haben, in einem Nebel zu operieren, in einem Umfeld von Intransparenz zu operieren, dann maximieren sie die Gewinne. Maximierende Gewinne heißt, das ist schlecht für uns Kunden. Ja, und dieser Nebel ist deswegen ganz wichtig, weil fast alle Produkte unterliegen diesem Nebel, dass wir nicht wissen, was es ist. Deswegen, was ist für ein Großkonzern, was ist eigentlich der Zweck vom Produkt? Das gibt es die ganze Fülle von Dingen, wo wir sagen, da geht es gar nicht um die Bedürfnisse von uns. Es geht immer und ausschließlich um Gewinn. Und dieses Produkt schafft mir Gewinn, ob es einen Nutzen stiftet oder nicht, ist zweitrangig. Ja, sondern es geht um den Gewinn. Die Konzernsteuerung, die gesamte Konzernsteuerung, funktioniert ausschließlich auf Profitbasis. Ich war 7 Jahre Investmentbanker. Cashflow-Berechnung rauf und runter, that's it, nichts anderes. Die Nebenbedingung ist, dass ich die Kunden nicht so verprelle, dass sie mir davonlaufen. Da bin ich natürlich blöd. Es geht nie um den Nutzen der Kunden, es geht ausschließlich um Profitmaximierung. Tatsache ist, Verbraucherbetrug und Kundentäuschung ist wirklich an der Tagesordnung. Und geplante Obsoleszenz ist nur eine Form davon, nämlich eine Form verdeckter Preiserhöhung, verdeckte Produktverschlechterung. Was dahinter steckt, ist eigentlich noch viel dunkler. Das ist eigentlich nur die traurige Spitze von einem sehr hässlichen Eisberg von dieser profitorientierten Großindustrie, die das auf allen Ebenen versucht. Und geplante Verschleiß ist eben eine besonders ins Auge springende Spielart davon. Brooks Stevens war einer der führenden US-Entwicklungsingenieure. Der hat 1958 gesagt zu USA, Our whole economy is based on planned obsolescence. Unsere gesamte Ökonomie basiert auf geplanter Obsoleszenz, auf dem geplanten, vorzeitigen Verschleiß der Produkte. 106 Milliarden Euro gehen nach meiner Berechnung drauf pro Jahr, also ungefähr ein 1/14 von unserem Einkommen. Das ist pro Mensch und Monat 110 Euro, vom Säugling bis zum Greis. 110 Euro werden uns jeden Monat aus der Tasche gezogen, dafür, dass Glühbirne 1000 Stunden läuft statt 1800. Dafür, dass der Drucker eben 5000 Mal druckt statt 15.000 Mal druckt. Dass wir halt einfach Produkte kaufen, die nicht mal teurer werden, sondern einfach, dass sie so konstruiert sind, dass sie schneller einen Geist aufgeben. Wir produzieren mehr Abfall, also 5 bis 7 Müllverbrennungsanlagen könnten wir sofort abschalten. Wir haben ungefähr 70 in Deutschland. Scheinbar produzieren wir mehr, aber real haben wir immer weniger. Weil die Dinge schlechter werden. Wir könnten, wenn wir geplante Obsoleszenz abstellen, jeder von uns 14 Werktage mehr Urlaub haben. Statt 6 Wochen im Jahr, 9 Wochen Jahresurlaub, ohne dass wir irgendwie schlechter leben würden. Nur dadurch, dass eben die Produkte mit Absicht schlecht konzipiert sind. 1% haben ungefähr 1/4 von unserem Vermögen. Also oberen 1% der deutschen Haushalte haben ca. 23%. Damit sind wir aber noch sehr human, weil in den USA und in der dritten Welt ist das noch viel krasser. Ja, also da fließt das Geld hin. So einfach ist es. Die Unternehmen sind in Hand eigentlich von dem oberen 1% der Bevölkerung. Da werden die Gewinne erhöht und da fließt das Geld hin. Was können wir dagegen machen? Man kann natürlich Gesetze machen. Zum Beispiel Kennzeichnungspflicht. Wir haben ja bei unseren Elektrogeräten drauf, grün, gelb, rot, energieeffizient, A bis F. Ja, also die energieuneffizient, die kauft man nicht.
Als zweites können wir natürlich Werbung reduzieren. Also Werbung verteuern, einschränken. Je mehr, umso besser wird es uns gehen. Also da müssten wir eigentlich die Vermögensstrukturen ändern und die Anreizstrukturen ändern, dass die Industrie keinen Anreiz mehr hat.